Ich habe jetzt 5 Jahre an diesem Buch gearbeitet und ich habe immer versucht, mir vorzustellen, wie kommen diese Dinge, die ich in das Buch eingearbeitet habe, bei den Lesern an. Also ich versuche ja schon Anstöße zu geben, Anregungen zu geben, versuche Fragen zu stellen, die im Buch nicht direkt beantwortet werden, aber die im Leser anklingen und die ihn hoffentlich beschäftigen. Und da freue ich mich dann sehr auf Begegnungen mit Lesern, um zu gucken, ob dann wirklich das in den Köpfen der Leser passiert ist, was ich mir erhoffe, dass diese Anregungen aufgegriffen werden und dass tatsächlich hoffentlich über das nachgedacht wurde, was mich selbst auch jetzt über die Jahre immer wieder in dieser Geschichte interessiert hat, was mich beschäftigt hat. Mein Wunsch ist, dass ich dann Leser kennenlerne, die sich dann mit diesen gleichen Fragen umtreiben, die mich in den letzten Jahren umgetrieben haben und die mich an dieser Geschichte von William James Hyde über die Jahre hinweg immer wieder interessiert haben.